Mal gucken. Die Überraschung. Teil 4. Was zum Teufel? Hier kriege ich so leicht Angst, ne? Wenn die da, wenn das echte wären, wäre ich jetzt tot. Aber sowas von. Oh, hier ist es ganz schön duster. Überraschung in 3, 2, 1. Wow, ich cool. Hab gelogen. Na danke. Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Hm, danke. Vielen Dank. Ach du Scheiße, ist das riesig hier. Ach, da hinten ist das Ding. Ich habe mich gerade schon gefragt, wo das ist. Nein, ich bin gerade etwas irritiert, wie es weitergeht. Ach, da hin. Wo ist denn der Knopf? 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 Da ist kein Knopf. Da ist auch kein Knopf. Lauf, lauf. Wie kriege ich den denn da hinten eigentlich weg? Verdammte Kiste. Wo ist hier ein Knopf? Ah, da hinten ist er. Shit. Happens, du. No! Da wäre ich normalerweise rausgekommen, glaube ich. Das bringt mir nicht viel. Ich muss ja irgendwie darüber kommen. So geht das. Aber das bringt mich auch nicht wirklich weiter. Ich muss ja trotz allem... Wow, schnell, schnell! So bringt's was. Und das fliegt darüber, oder wie? Oh. Perfekt. Perfekt, das landet ja sonst wo. Wie kann ich denn das aufhalten? Da hinten ist der Laser. Ich brauche nicht den Laser, ich brauche das. Und dann muss ich da hinten sowas machen. Das könnte helfen. Ja, das sieht gut aus. Das hat auch was gebracht. Ich muss da irgendwie hinkommen. Am besten ja so. Dann mache ich da mal ein Portal und da mal ein Portal, dass ich das hier schon mal klauen kann. Dann mache ich mal so einen Laser hier. So. Jetzt muss ich das da irgendwie haben. Ich muss das blaue Portal da hinschießen. Dann kommt die Kiste hier durchgehüpft. Da muss ich nach da. Und jetzt versuche ich das hier. Stopp! Geht doch. Super! Das freut mich, dass das geklappt hat. Und jetzt muss ich hier den Laser irgendwie so anwinkeln. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Ja, ja, ja. Das hast du doch alles inszeniert. Wenn man das so sagen darf. Voll die Verarsche. Vor allen Dingen, so würde niemals ein Anrufbeantworter Schön. Hey, wie geht's? Gut. Ich hab mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. Ah! Halte durch, nur noch 5. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Was wolltest du Wir sagen? Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch 5 Kammern. Noch 5 Kammern? Okay, noch 5 Kammern.
Noch fünf? Wir sind jetzt in Kammer... Was sind wir denn jetzt? 19, ne? Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Ja, ist es... Oh, 19. Oh mein Gott. Huch. Das Ding fährt da rein. Ja, es hat erwischt. Ach du Scheiße, da hinten, da sind ja ganz viele Bots. So. Laser brauche ich. Das wird gar nicht so einfach, fürchte ich. Wo geht denn der Laser dahin? Boah! Man erschreckt mich doch nicht so. So, da hoch. Wie soll denn das funktionieren? Huch, wo bin ich denn jetzt? Da. Ich muss jetzt erstmal irgendwie da hoch. So. So ist es, denke ich mal, richtig. Jetzt muss ich aber irgendwie zu dem da gelangen. Und das geht, denke ich mal, so. So, und der Kasten... Huch. Der muss irgendwie da rüber. Das kriegt man wahrscheinlich eher so hin. Und damit... Könnte ich mir vorstellen. Tja, jetzt ist der Kasten da zwar durch, aber ich nicht. Das ist natürlich jetzt etwas ärgerlich. Weil ich nicht genau weiß, wie man das auf die Schnelle... Oh, das hat sogar geklappt. Meine Güte, habe ich Reflexe. So, der muss da rüber scheinen. So, und jetzt gibt es da oben noch einen. Ay, caramba. Wie soll ich denn da hinkommen? Nee, jetzt mal ganz ernsthaft. Wie soll man denn... Ja, so ungefähr. Aber diesmal habe ich nicht solche Reflexe, glaube ich. Mal gucken. Uah. Nee, das hat nicht geklappt. Nein! Nochmal. So klappt das nicht. So klappt das nicht. Da kann ich probieren, was ich will. Ich muss da irgendwie hinkommen. Die Frage ist nur... Wie? Vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht. Ich muss ja irgendwie da hoch. Und ich komme da nicht anders hin, außer ich mache einen auf den. Ah, ich wüsste, was ich tue. So. Jetzt stoße ich mir zwar 20.000 Mal den Kopf, aber besser... als es anders zu regeln. Oh, nein, er ist runtergefallen. Aber das hat so funktioniert. Gut. Da bin ich schon mal stolz drauf. So, jetzt muss ich erstmal weg. Jetzt brennen wir diese Dinger da weg. So, was passiert da? Ah. Sieht gut aus. Dann wollen wir doch da mal rein. So, wieder tausendmal den Kopf stoßen. Eigentlich wäre schon... Boah, das wäre aber jetzt knapp gewesen hier. Beinahe in den Strahl rein. Boah, überlebt. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Ja, für dich wahrscheinlich. Du willst mich wahrscheinlich wieder... weiß ich nicht. Willst du mir den Hals umdrehen oder sowas?
Da kenne ich dich ja schon gut. Moah. Jetzt ist ruhig. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Sehr gut? Ganz recht. Die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Oh. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Testkammer 2. Zig. Oh. Oh. Oho. Da hast du dir aber Mühe gegeben, GLaDOS. Aber hallo. Die sieht so aus, wie sie aussehen soll. Geil. Gut, ja. Was mache ich jetzt hier eigentlich? Wir haben 3 Laser. Und wir müssen die... Ach, ich erinnere mich an diese... Oh, die war so übel. Das war richtig schwer, wenn ich mich noch richtig dran erinnere. Weil irgendwie muss man auf alle schießen. Und das ist gar nicht so einfach. Aber die Musik ist cool. Wo ist denn das dritte Teil eigentlich? Ach, da sind wir ja schon bei dem Problem. So könnte es aber was werden. So war's. War doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Hier müsste man sich mal ganz kurz hinstellen und die Musik genießen. Naja, gut, genießen weiß ich nicht, ob man das genießen kann. Wenn ich's ausmache, hört sich so an. Oh. Ja, so hört sich's dann an. Machen wir mal wieder funktionsfähig hier, ne? Und tschüss! Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Oh. Man muss die Dinge nur objektiv sehen und sich von allem Überflüssigen trennen. Ach so. Vor allem hier, der Fahrstuhl sieht doch richtig geil jetzt aus. Da war also vorher eine Glasscheibe drin. So, dann wollen wir mal weiter. Kommen wir jetzt in die letzte Testkammer? Ich glaube ja.